Hallöchen und herzlich willkommen zu einem kleinen Unpacking. Und zwar ist heute gerade eben, ich komme gerade eben von der Schule, meine neue Maus gekommen. Und zwar ist es die Razer DeathAdder Chroma und ich hoffe, dass sie da jetzt auch wirklich drin ist, denn das Paket ist mega leicht. Und wenn wir jetzt mal hier zum Vergleich die Rocket Cone XCD, meine alte Maus, die ja auch noch nicht so alt ist, zum Vergleich nehmen, die ist schon fast schwer, die ist schwerer als das Paket selbst. Gucken wir mal rein, ich lasse sie mal hier liegen zum Vergleich für gleich. Können wir mal ein bisschen die Mäuse vergleichen. Und jetzt geht's ans Auspacken. Wollen wir mal hoffen, dass es hier irgendwie geht. Machen wir mal so. Ach, da ist sogar so ein Punkt. Eine ganz doofe. So. Und da ist sie. Packen wir das mal so zur Seite. Das ist jetzt die Razer DeathAdder Chroma. Ich bin sehr gespannt. Ja. Bitte lasst mich mit dieser Maus gut spielen können. So, gucken wir mal, wo das hier aufgeht. Das bräuchte ich eigentlich sogar eine Schere, glaube ich. Nee, hier geht das so auf. So, machen wir das mal ganz ab. Kriegen wir das erstmal hier hin. So. Oben aufmachen natürlich noch. Das wäre very wonderful. Das ist aber echt massiv verpackt doch. Und da haben wir sie jetzt. Kann ich nochmal die Rückseite zeigen? Ah, ich bin wirklich sehr gespannt. Ist die Rückseite. Nice one, Kotti. Und da ist sie. Die Razer DeathAdder Chroma. Und die ist gar nicht so viel größer als die Cone. Wollen wir mal gucken, die Tasten sind natürlich schon breiter, aber das weiß man ja, glaube ich, schon etwas, dass die Razer relativ breite Tasten hat. Alles hier zur Seite irgendwie geschoben, ich habe hier gerade nicht mehr so viel Platz auf meinem Schreibtisch, bemerke ich gerade. Und man muss wirklich sagen, fürs Erste, sie liegt wirklich sehr gut in der Hand. Wird ja auch als ergonomisch, sage ich mal, verkauft und ja, es ist wirklich eine gute Maus, die liegt wirklich sehr gut in der Hand, ist auch sehr leicht, hat wie gesagt diese tollen breiten Tasten, wie man hier sieht, da passen zwei Finger drauf, super fürs Butterfly, hat hier an der Seite noch zwei Tasten, könnte man die DPI verstellen, ja und jetzt bin ich mal gespannt, wie die so ist, vielleicht hänge ich jetzt gleich noch ein QSG-Gameplay hinten dran. Wer weiß, wer weiß. Ja, auf jeden Fall haben wir hier jetzt erstmal nochmal den Vergleich. Upsala, nicht fallen lassen. Sehen wir hier die beiden Mäuse. Sind wirklich nicht viel von der Größe her anders. Die Cone hat hier mehr so Einbuchtungen für die Finger. Dafür ist die Razer, hat die hier so Anti-Abrutsch-Dinger, sage ich mal. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen mit dieser Maus einspielt, kann man mit der richtig gut zocken. Auch sehr leicht anzuschlagen, die Tasten. Was bei der Cone schon etwas schwieriger ist. Da braucht man auf jeden Fall viel weniger Druck, um die Tasten zu betätigen. Wenn man hier sieht, vielleicht kann man das in der Aufnahme sehen. Die klickt jetzt und ich übe kaum Druck aus. Und wirklich... Bei der Cone braucht man da schon etwas mehr Druck. Ja, ich bin gespannt und wir sehen uns gleich in QSG wieder. Hallöchen und herzlich willkommen jetzt zur Runde Quick SG. Wir joinen mal auf Gomme drauf. So. Ich habe mir das jetzt schon alles ein bisschen eingestellt. Trotzdem spiele ich das erstmal jetzt MC damit. Joinen wir mal einfach in irgendeine Runde und da ist doch sofort ein Genick da drin. Das wird lustig. Wollen wir mal gucken, wie viele Klicks wir schaffen. Ja, wir schaffen schon 9. Das ist okay. Und
Jetzt versuchen wir mal sofort was in der ersten Runde zu reißen. Das wäre natürlich schon geil. Das hätte natürlich schon so einen gewissen Faktor, die erste Runde sofort damit zu gewinnen. Und da ist schon der Genickte. Da haben wir erstmal den Genicken geplayed, outplayed. Wow, okay. Wir haben immer noch keine Brust. Was? Wir haben jetzt so viele Kills gemacht, also zwei. So viele. Oh, alles klar. Wir haben immer noch keine Brustplatte. Alter, was geht denn da falsch? Der Typ hat eine Brustplatte. Der wäre natürlich schon fresh. Ah, ich weiß nicht. Der Typ will abstauben. So, eine Brustplatte haben wir. Okay, der scheint nicht sonderlich gut gewesen zu sein. Oh fuck, da ist ja schon die Border. Lol. Okay, die waren jetzt doch nicht so gut, die Gegner, wie ich sie gedacht hatte, dass sie gut wären. Aber, man muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt die Maus an und für sich sehr. Sie liegt sehr angenehm. Dabei bleibe ich. Und auch so, ich müsste die DPI, glaube ich, schon doch noch ein bisschen hochstellen. Aber, ich glaube, ich habe die in Minecraft relativ, auch relativ niedrig. Aber das geht. Das ist wirklich eine geile Maus, muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn man ein bisschen damit übt zu spielen, nicht schlecht. Und Spanien, Tschechische Republik steht es immer noch 0-0. Wie langweilig. Wie langweilig. So eine Eisenbrust hätte jetzt doch schon noch so einen gewissen Geilheitsfaktor. Nee, sollen wir irgendwie nicht so ganz bekommen, diese... Ah, jetzt habe ich die Pfeile gedroppt. Ach, ist jetzt auch egal, Alter. Die haben sogar Diabos-Platten. Ich krieg die Krätze. Wir müssen das jetzt irgendwie managen, dass wir den einen abstauben. Okay, einen Kill haben wir. Ich hoffe, man kriegt den Kill dafür. Nein. Wieso bekommt der Spaß den Kill? Nein. Nein! Also. Schade, 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 schade. Auf jeden Fall 4 Kills ist okay, GG. Und ich finde, für die erste Runde reicht das auf jeden Fall aus. Ich weiß nicht, ob man jetzt so viel gesehen hat davon, aber wie gesagt, war die erste Runde und ich bin mega zufrieden mit dieser Maus. Bisschen einspielen noch damit, aber das wird schon. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Ja, und ansonsten würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö.